Hallo und herzlich willkommen auf eurem GIMP-Tutorial-Kanal. Mein Name ist Michael. Heute möchte ich eine Porträtretusche machen. Und zwar ein Männerporträt. Ihr seht es hier schon. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung des Videos, damit ihr das nachbauen könnt. Vor allen Dingen noch vorab, ich habe jetzt mal schon den ganzen Morgen gesucht nach Porträts. Auch natürlich hauptsächlich Frauenporträts. Und überall auf den Seiten, wo man die sucht und auch die Spalten durchguckt, die sind meistens schon retuschiert, leider. Und vor allen Dingen bei manchen denkt man sich, ups, warum hasst der Retuscheur diese Frau so sehr und so weiter. Aber gut, das ist wieder eine andere Geschichte. Ich habe dann gedacht, gut, wenn man qualitativ wenig gute Porträts findet, von Frauen beispielsweise, kann ich ja mal ein Männerporträt retuschieren. Und wie gesagt, hier habe ich diese Vorlage gerichtet. Ich habe sie deshalb genommen, weil sie relativ gut ist von der Qualität her, relativ scharf und auch relativ gut ausgeleuchtet. Deshalb, wie gesagt, diese Vorlage. Als allererstes noch dazu, vorab, wir werden die Frequenzen trennen, einmal eine Ebene, wo weich gezeichnet ist und eine Ebene, wo scharf gezeichnet ist. Das verrechnen wir dann mit dem Ebenenmodus lebendiges Licht oder lebhaftes Licht. Ich sage, also Vivid Light heißt es auf Englisch, ich sage dann immer strahlendes Licht. Ja, das ist mir lieber, weil auch unter Photoshop heißt es, soweit ich weiß, strahlendes Licht. Und wir werden Kontraste verändern, erhöhen. Und auch herausnehmen und so weiter und so fort. Und ja, als allererstes, wenn wir jetzt beginnen, werde ich diese Ebene einmal skalieren, weil es mir einfach zu groß ist, sonst dauert es zu lange. Ja, ihr könnt es ja groß lassen. Wo sind wir denn hier? Bild skalieren. Ich werde die Größe nehmen hier von der Breite 1920 und dann ergibt sich eine Höhe von 1275. Jetzt werde ich das hier ins Fenster einpassen. Das Foto und werde jetzt hier die Ebene dreimal duplizieren. Und jetzt werden wir dieses Prozedere wie folgt machen. Wir gehen hier hin, rufen Farben bzw. Filter, Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichner auf. Hier nehmen wir einen Wert zwischen 12 und 15. Ich würde also nicht höher gehen als 15, ja. Entschuldigung. Und wenn ihr seht, hier ist alles glatt und weich gezeichnet, ja. Das ist der Sinn der Sache. Das sollte so wie eine Ebene, also praktisch weich gezeichnet sein, dass man keine rauen Stellen und etc. mehr findet. Das ist eben bei der Frequenztrennung wichtig. Ich stelle hier gleich einen eine Ebenendeckkraft von 35% ein. Warum? Das seht ihr gleich. Jetzt werde ich hier von normal auf lebhaftes Licht, strahlendes Licht stellen. Und ihr seht, es ist natürlich völlig überstrahlt hier. Ist gar keine Frage, können wir nicht so lassen. Deshalb werden wir unter Farben Helligkeit, Kontrast, erstmal den Kontrast um 50 um den Wert 50 zurücknehmen. Ne? Das ist der nächste Schritt. Dann werden wir schärfen und durch das Schärfen mit dem Highpass-Filter, das wir jetzt vornehmen, und zwar mit dem gleichen Wert, wie wir weich gezeichnet haben, also wir haben Gauss 15 benutzt hier und jetzt werden wir Hochpass auch 15 benutzen hier bei der Schärfe, hier bei der Stärke 15 und ihr seht, dadurch gleicht sich das, wenn wir den gleichen Wert haben, wieder in etwa an. 35%, warum? Das kann ich sagen, weil ich jetzt hier unter Farben, ich habe ja 35% die Ebene hier eingestellt, die Ebenendeckkraft 35%, weil ich jetzt hier wieder 35% hinzugebe, also den Wert 35 und vielleicht, wenn ich das sogar möchte, kann ich, wenn ich möchte, den auch hier unten nochmal 35 hinzugeben. Wird mir vielleicht ein bisschen viel. Deswegen lassen wir es erst einmal, das können wir dann immer noch machen. So, jetzt haben wir das erst einmal ja, Frequenz getrennt sozusagen. Hier haben wir die Information der weichen, die weich gezeichnete Ebene, die Informationen, hier haben wir die Schärfen. Und jetzt werden wir mit einem 80-80 neutralen Grau, das brauchen wir, sonst geht es nicht, also mit Schwarz malen wir das Schwarz an und mit Weiß natürlich Weiß, das wollen wir nicht. Wir haben ja hier auch eine graue Ebene, nehmen wir einen Pinsel. Ich nehme hier eine 0,25er Pinselspitze und weil ich die 35, die ich hier genommen habe, einmal hier unten und dann eben beim Kontrast, die ziehe ich hier wieder ab, also nehme ich hier nur 65, einen Wert von 65. Und jetzt kann ich hier über den mit dem Pinsel, ich kann die Härte so lassen oder sie ganz herausnehmen, das ist Geschmackssache. Ich mache das jetzt auch nicht hier
stundenlang und groß und klein, sondern ich zeige euch das Verfahren. Ja? Ihr habt ja jetzt schon einiges gesehen. Und jetzt werde ich hier einfach über dieses Verfahren hier die Haut hier weich zeichnen, beziehungsweise weicher machen, ohne die Struktur zu verkleben. Das ist der Sinn der Frequenzen, also dass man die trennt, dass man nicht die Struktur verklebt mit einem Weichzeichner. Das kennen ja die meisten Leute, versuchen dann mit dem Weichzeichner, Gauss, irgendwie was weich zu zeichnen und zack ist alles verklebt, ja, sieht man nichts, nur eine Fläche. Das ist eben hier nicht der Fall, durch das, dass wir eben dieses Verfahren angewendet haben. Frequenzen getrennt, ne, so, jetzt gehe ich mal hier an die Augen noch hin, vielleicht so ein bisschen hier, so ein bisschen nacharbeiten hier am Mund, so ein bisschen, ja, und ihr seht, aha, okay, die Geschichte nimmt ihren Lauf und das sieht natürlich schon mal ganz anders aus als vorher. Ne? Also ihr lasst euch da mehr Zeit an der Nase, das sind so neuralgische Punkte, da muss man sich sehr viel Zeit nehmen, dass man auch alles mitnehmen kann hier und so weiter und ja, also macht den Pinsel klein und das Bild groß und wie auch immer, oder wenn ihr eure Frau oder was auch immer, die Frau und ihren Mann und umgekehrt und wie auch immer, dann eben schön ordentlich arbeiten. Das ist doch schon mal was. So, jetzt kann ich natürlich Folgendes machen. Ich kann das hier in dem Bereich schon weiter schärfen, indem ich einfach hingehe und sage, ich versuche mal über Gimmick und gehe hier auf Details, auf Freaky Details, aber ich sehe, das macht keinen Sinn, das lasse ich mal, also rechte Maustaste, sichtbare Ebenen vereinen. Bevor ich weiter schärfe, werde ich jetzt hier noch ein bisschen anpassen. Ihr seht, okay, Geschichte ist ganz gut geworden. Ich gehe auf Farben, Werte und hier kann ich einen Wert nehmen zwischen 1,35, ist ein bisschen viel, oder 1,15. Ne? Ich nehme mal 1,15, da kommt das ein bisschen mehr raus in der Mitte, ne? Dass hier das auch ein bisschen besser ausgeleuchtet ist. Jetzt können wir Filter, Gimmick anzeigen lassen, gehen auf Freaky Details beispielsweise. Oder wir können hier hingehen auf Magic Details. Das ist also auch ein sehr, sehr guter Filter. Ich finde, der ist sogar besser in dem Fall. Und ich werde hier bei den Kanten einen Wert von 1,5 nehmen. Schauen wir mal. Ist ein bisschen wenig. Wie wäre es mit 2? Und man sieht hier, wenn man hier drauf geht mit der rechten Maustaste, wie sich hier die Details herausgearbeitet haben in der Schärfe. Ja, nochmal. Ihr seht es ganz genau. Ich würde sagen, wir lassen es daran auch auf Lightness stehen hier und bestätigen mit OK. So, was können wir jetzt machen? Jetzt können wir noch schärfen bzw. rauschen, herausnehmen und schärfen. Erst einmal schauen wir mal, gehen wir mal verbessern oder beziehungsweise verbessern. Ja, Rauschreduktion, ich nehme mal einen Wert von 2 hier, bestätige mit Filter, also mit OK bestätigt, dann gehe ich auf Verbessern. Unscharf maskieren und hier kann ich diesen Wert von 1,4 und 0,550 stehen lassen, Entschuldigung, oder sogar hier noch ein bisschen hochgehen auf 0,750. Und ihr seht, wie sehr sich hier diese Schärfe herausgearbeitet hat, nochmal, normal oder 0,750 wäre auch noch brauchbar. Und ja, durch die Rauschentfernung hat es jetzt hier ein bisschen andere Struktur bekommen, das ist aber nicht weiter tragisch. Ihr könnt dann dementsprechend das Rauschen anders bewerten. Geh mal bearbeiten, rückgängig Rauschreduktion, dann werden wir erstmal schärfen, verbessern, unscharf maskieren. Geh mal auf diese 750, das ist schon heftig. Und jetzt vielleicht doch dann dementsprechend erst am Schluss Rauschreduktion machen. Und ich gehe dann hier zurück auf 2 oder sogar 1, 2 und bestätige mit OK. Gut. Was kann man jetzt noch machen? Jetzt kann man hier noch ein bisschen Farben, Levels anpassen, dass man sagt, okay, machen wir es hier ein bisschen dunkler noch, vielleicht so, dass es ein bisschen mehr Dynamik bekommt. Und jetzt können wir, wenn wir wollen, noch die Geschichte hier mit Farben, Schatten und Spitzlichter bearbeiten, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt hier ein bisschen mehr die Schatten heraus, gleichen das ein bisschen an hier über die Lichter, machen hier ein bisschen mehr die Geschichte hier über den Weißpunkt, über die Einstellung hier, den Radius kann man hier dementsprechend noch ein bisschen anpassen, vielleicht so, und komprimieren
die Geschichte hier so. Und wer noch möchte, der kann natürlich noch hier die Lebendigkeit der Farben verändern oder verbessern. Ich gehe mal hier auf 70%, damit ich ein bisschen das besser vor mir habe hier. Gehe auf Farben, Komponenten, zerlegen, wie schon so oft getan und gemacht. Wir haben leider keinen fertigen Filter, der wie bei Photoshop oder bei anderen Programmen, der uns die Lebendigkeit der Farben oder der uns die Lebendigkeit der Farben erhöhen lässt. Wir werden jetzt hier kopieren und werden eben dieses Verfahren anwenden. Rechte Maustaste, Ebenenmaske hinzufügen, auf die obere Ebene bearbeiten, einfügen und dann hier hinein in die Ebenenmaske verankern. Jetzt die vordere Ebene nehmen. Jetzt können wir über Farben und Sättigung hier die Geschichte dementsprechend noch lebendiger machen, die Lebendigkeit der Farben vielleicht 0,250, dann hat es noch ein bisschen mehr, wie sagt man, Ausdruck und Vereine nach unten. Und das wäre mein Vorschlag. Ja, Retusche eines Männerfotos, schärfen, rauschen, entfernen und über diese Frequenztrennung. Und es ist besser, wesentlich besser ausgeleuchtet, es hat mehr Kontraste nicht, es fängt an zu leuchten durch die Schärfung und durch dieses Verfahren. Und ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Freude machen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, baut's nach, macht's schöner als ich. Ja, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, oder lasst einfach einen Kommentar hier. Und für die neuen Menschen, die hergefunden haben, gleich kommt der Abspann hier, dann kommt das Kanalsymbol. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Das würde mich auch sehr freuen. Herzlichen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.